Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir spielen wieder Ark Survival Evolved. Und ja, gibt es irgendwas Neues? Ich überlege gerade, gibt es irgendwas? Habe ich noch irgendwas gemacht nach der letzten Folge? Nö, eigentlich nicht. Nur mal so ganz kurz zum Nachdenken. Ich glaube, nö. Die Terrasse habt ihr schon gesehen. Genau, die Terrasse ist schon fertig. Öl hatte ich auch noch geholt. So. Die Treppen hier drin sind auch soweit. Genau, da ist also nichts Neues. Was ich aber noch machen wollte, jetzt muss ich nur gucken, wo ich das hingepackt habe. Ich hatte ja Öl geholt. Und ich weiß nicht mehr, wo es ist. Ist das hier in der Smithy? Da ist Öl auf jeden Fall. Dann brauchen wir davon was. Hide. Ich nehme mal, ich glaube, der hat noch jede Menge Hide. Ja, dann nehmen wir, ich weiß nicht mehr, wie viel man da brauchte vom Verhältnis her. Weil mein Plan ist ja ein... hier. Gdöns-Dingens. Ihr wisst, was ich meine. Nein, wisst ihr nicht. Wisst ihr, glaube ich, nicht. Aber ich will mir gerne einen Grill bauen. Und dafür habe ich ja schon den Fabricator. Aber damit wir... Hier, Structures, Cooking. Damit wir den noch bauen können, brauche ich... Okay, Crystal haben wir. Cementing Paste haben wir auch. Und ich brauche Öl. Ich brauche gar kein Fuel. Ich bin auch so ein Dussel. Moment, das nehmen wir mal gerade mit. Ich lade das mal gerade um. Ich brauche das meiste Metall eh im Fabricator später. Das kommt auch noch da rein. Was? Ich bin gerade ein bisschen durch. Tut mir leid, vergibt's mir. So, die Hälfte davon. Und das noch. Dann brauche ich aber... Ist hier noch was drin? Ja, wunderbar. Dann machen wir uns mal ein bisschen Fuel. Lightfire. So. Also, da wird Fuel hergestellt. Das Fuel brauchen wir ja sowieso... Natürlich brauchen wir Fuel, fällt mir gerade ein. Wir müssen ja hier... So, und das kommt auch noch da rein. Wir müssen ja... Ich glaube, das reicht. Wir müssen den Fabricator ja sowieso noch anschmeißen. Structures, Cooking... So, jetzt fehlt noch Cementing-Paste. Und die haben wir, glaube ich, hier in dem Ding drinne. Was ich langsam echt mal ausräumen müsste. So, wir nehmen einfach mal 3 Stacks. Die können wir vorsorglich hier schon komplett reinschmeißen. Was habe ich jetzt reingetan? Holz. Ne, Holz wollen wir nicht. Jetzt müssen wir aber echt noch warten, bis wir Fuel haben. Mal gucken, vielleicht... Ich weiß nicht, wie schnell das geht. Ach, wunderbar. Da haben wir ja schon 1. 5. Nicht 1. 5. So. Dann machen wir den mal an. Und bauen uns unseren Grill. Das geht hier echt... Also, das geht ja echt flott. So. Gibt es vielleicht noch irgendwas, was ich jetzt bauen könnte, wo ich hier gerade bin? Electronics. Oh Gott, Electronics. Industrial Grinder. Der ist... Okay. Nee, der wird erstmal nach hinten gestellt, auch wenn ich den gerne haben möchte. Aber damit können wir wohl nichts anfangen. Ich lasse den einfach mal laufen. Das eine Benzin ist ja jetzt sowieso weg. Jetzt habe ich aber das Problem, der Grill sollte hier hinten hin. Und da müssten erst noch Plattformen dazu kommen. Jetzt muss ich nur mal schauen. Haben wir noch... Wo ist denn der Biber? Da ist der Biber. Haben wir noch Holz im Biber? Ja. Thatch haben wir auch noch. Ein bisschen wenig. Aber ich habe... Ah, ich habe noch was im Inventar. Gut. So, und dann... Ich guck mal gerade. Ich glaube, Stony hat kein Holz mehr. Hat er? Und der hat auch kein Level-Up. Schade. Der könnte langsam mal Level 200 werden. Hast du noch Stein? Nee, der hat alles Mögliche, aber kein Stein. Ach, von der Höhlentour natürlich. Ich erinnere mich. Und eigentlich, ich glaube, so ein Preserving-Bin, das wäre auch nochmal was. Dann nehme ich hier mal was raus. Tu das da rein. Nehme nochmal einen raus. Und dann bauen wir... Stone 3 Stück. Ich hoffe, die reichen. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob die wirklich reichen. Müssen wir mal... Na, dürfte gehen. So, hier machen wir mal Demolish. Da haben wir noch ein bisschen... Der Rest da kann kaputt gehen, das ist mir egal. Demolish. Und hier haben wir auch noch mal ein bisschen Fleisch. Wunderbar, dann haben wir nämlich auch gleich was zu essen. Und können dann mit den 3 Platten... Ich hoffe echt, die reichen. So, müssen wir mal gucken. 1, 2 und dann machen wir hier noch eine hin.
Hier passt sowieso keine mehr, ne? Nee. Hier muss ich dann gucken, dass ich das irgendwie mal zubaue, dass man da nicht aus Versehen runterfällt. Aber jetzt können wir... Entschuldigung. So, jetzt können wir hier wunderbar den... Jetzt muss ich mal gerade gucken. Wir gehen mal vorsichtig zurück. So. Das sieht doch gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, ich würde sagen, der ist ziemlich gerade. Oh, hallo. So, und der müsste nämlich, wenn ich mich nicht ganz täusche, wieder jede Menge Fleisch haben. Wenn man das mal so... Achso. Meat, nicht. Moment, wenn man das mal so... Prime. Take all from inventory. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es laggt. Das ist aber auch ganz normal. Das passiert mir meistens. So, die nehmen wir auch mal raus. Den Rest müssen wir dann mal schauen. So, dann kommt da ein Fuel rein. Und dann machen wir hier mal Prime. Transfer all items. Jetzt wird es wahrscheinlich kurz... Nö, es laggt nicht mal. Huch. So. Dann können wir nämlich jetzt hier mal ein bisschen Prime Meat kochen. Wir haben ja genug davon. Das ist eigentlich schon mal ganz interessant, wenn wir dann später mal Kibbel herstellen wollen. Ich würde auch hier sogar noch, da muss ich mal gucken, wie das passt. Ist jetzt ärgerlich, hier kann ich nichts hinbauen. Aber gegebenenfalls hier noch einen, irgendwie einen zweiten hinsetzen. Aber wie gesagt, ja, da weiß ich noch nicht so ganz genau, wo. Ah, hübsch. Auf jeden Fall hübsch, weil wir haben jetzt hier wunderbar einen Grill und müssen uns nicht mehr um irgendwelches Zeug kümmern. Nein. Entschuldigung, ich wollte den... So, ich habe doch noch Poop und das wollte ich hier dem... Guck mal, da können wir ja schon wieder was rausnehmen. Jetzt funktioniert der auf einmal. Ich habe das dumpfe Gefühl, der funktioniert nicht mehr, wenn man ihn... wenn man den Server verlässt. Wer weiß. Müssen wir mal, muss ich mal nachvollziehen. Auf jeden Fall weiß ich, Sam hatte das gleiche Problem. So, wie sieht es denn hier jetzt mit dem Fleisch aus? Das sieht gut aus. Dann machen wir hier nochmal Prime Transfer All Items. Und wir müssen jetzt... So, wir müssen uns jetzt hier mal Gedanken machen, wo und wie wir den Preserving Bin hinbauen. Wo baut man den denn? Baut man den hier? Ja, den baut man hier. Ah, okay. So, Stonewood... Wunderbar. Einer sollte, glaube ich, erstmal reichen. Die Frage ist, wo packe ich den jetzt hin? Eigentlich wäre das Sinnvollste hier neben. Aber da würde ich eigentlich lieber... Können wir den hier hinstellen? Finde ich jetzt gerade zwar ein bisschen... Ja, ist okay. Ist jetzt nicht genau das, was ich mir erhofft habe. Aber es ist okay so. Ich dachte halt, wir könnten da vielleicht noch ein bisschen später... So, dann machen wir nochmal 100. Später würde ich hier gerne die, also hier irgendwie vielleicht Kühlschränke hinstellen. Wenn ich denn dann irgendwann Strom habe. Jetzt müssen wir nur hier gucken, dass wir das da reintun. So, und schon preserved der Preserving Bin. Glaube ich. Preserving Bin. Preserved der? Ja, man sieht es oben. Okay, wunderbar. Dann können wir hier... Nein, Inventory Items. Dann machen wir einfach mal Prime... Transfer all items. Das wird jetzt ein bisschen dauern, weil, wie ihr seht, da ist noch ein bisschen Prime drinne. Jetzt können wir aber auch endlich Elsa als... Du hast ja schon wieder... Elsa hat schon wieder... Ich glaub's nicht. Diese Dodo ist unmöglich. So. Wo ist denn... Ach Gott. So. Ach so, die sind ja nur so klein. Ich hab's ganz vergessen. Die sind ja nur so winzig. Ich bin jetzt echt von der Größe eines Kühlschranks ausgegangen. Na ja, gut, aber ich glaube, erstmal reicht das auch. Dann nehmen wir das noch und dann nehme ich noch normales, wie heißt es, Raw Meat. Hier nochmal Transfer All Items. Dann haben wir noch ein bisschen Fleisch. Ich werde nicht alles hier reinpacken können, wenn ich das so sehe.
Aber zumindest so ein bisschen wäre schon mal, glaube ich, ganz gut. Das nochmal raus. Das so, zack, zack. Ich glaube, das Prime können wir jetzt getrost wegschmeißen. So viel brauche ich jetzt dann auch noch nicht am Anfang. Und selbst wenn, das kriegt man ja so schnell wieder. Ich schmeiß mal gerade hier das ganze Inventar, also alles an Prime Meat raus, was ich noch habe. So. Jetzt, hier sieht es jetzt schon schön aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott, was habe ich nur getan? Was habe ich nur getan? Wobei das eigentlich optimal wäre, wenn man jetzt noch irgendwas zähmen möchte. Fällt mir gerade mal so ein. Wir haben ja, also die Spoiltime ist halt deutlich höher. Das seht ihr wahrscheinlich auch. Das Prime Meat hat hier 15 Minuten Spoiltime auf dem Boden. Ich nehme das mal alles wieder. Weil mich stört auch dieses Gebibbel hier mit den mit diesen Kisten. Was war das? So. Die Frage wäre, was zähmt man am besten mit Prime Meat? Ich glaube, den Rest können wir jetzt wirklich liegen lassen. Und das geben wir jetzt einfach ihm hier wieder. Der wird ja, wenn ich irgendwas zähme, sowieso mitgenommen. Dann machen wir das so. Transfer all items. Jo, bitte. Wunderbar. Das hätten wir. Ich muss den hier echt mal leer räumen. Der ist ja... wir sortieren das mal alphabetisch. Das brauche ich. Das brauche ich auch. Wir haben eine Mastercraft Metal Pick. Können wir auch mal mitnehmen. Wo kommt die denn her? Krass. Das ist natürlich jetzt echt krass. 114 Durability, 213 Weapon Damage. Aber die hier hat mehr Weapon Damage. Die ist gar nicht so gut. Nee, halt. 200. So. Okay. So, wir packen die Sachen da mal rein. Ich guck mal ganz kurz, was hier unser Grill macht. Na, der grillt noch. Okay, das wird auch noch ein Weilchen dauern. Ah, guck mal, da oben sind jetzt Birnen drin. Ich glaube, die sind neu. Die habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. So, dann machen wir das mal so. Das kommt alles da rein. Ja, der... Jetzt ist voll. Was? Jetzt... Oh Gott. Ach je, was haben wir denn hier? Wo ist denn die da? Das kommt da rein. Der Bogen kann eigentlich auch da rein. Den brauche ich momentan erstmal nicht mehr. Und was haben wir denn hier noch? Ich habe, glaube, totaler... Guck mal, das kommt da gar nicht rein. Das und das und das nehme ich auch mal raus. Das gehört da nämlich auch nicht rein. Aber das... Und das. Das auch noch. Eigentlich. So, ich sehe schon, ich brauche... Nee, das kann da auch raus. Das hat da nichts verloren. Steine brauchen wir da nicht drin. Ich bin irgendwie ein bisschen durcheinander. Mein ganzes Inventar ist so unaufgeräumt gerade. Und ich weiß nicht wirklich, wieso. Wir nehmen mal hier unser... Guck mal, das da kann da raus. Das gehört da nicht rein. Das gehört da aber rein. Das kann da auch raus. Hier haben wir noch ein paar Perlen. Perlen, daraus konnte man doch Electronics machen. Und der Baukram, seht ihr, der Baukram war nämlich hier drinne. So. Hier haben wir noch ein paar Autotorches, das ist gut. Hier sind auch noch Stone Ceilings und Wooden Routen. Naja. Ich sollte mal öfters mal in meine Schränke reingucken. Irgendwie mache ich da nur Unfug. Das Ding gehört eigentlich auch da rein. Da habe ich zwei sogar von. Mittlerweile der dritte. Rexbone. Dann wisst ihr was, ich habe keinen. Hallo? Einen hätte ich gerne davon. So, was machen wir denn jetzt noch? Ich sortiere hier gerade mal den Rest ein. Das kommt noch da rein. Die Bolas behalte ich. Das Benzin. Wo machen wir denn das Benzin mal hin? Nee, wenn ich das hier rein tue, dann wird das einfach nur verbraucht. Das wäre nicht so gut. Hier mache ich das Benzin.
Ja, ich mach das Benzin hier rein. Das Öl auch. Den Rexbone-Skin ziehen wir mal da drauf. Dann sind wir ein bisschen hübscher. Und die Steine und das Flint wollte ich, glaube ich, da rein jetzt packen. Dann können wir hier noch ein bisschen... So. Noch ein bisschen Spark-Powder, damit wir den hier noch ein paar Tage länger befeuern können. Der ja eh jetzt fast voll ist. Und ich nehme mal ein bisschen Fleisch mit. Wie, das war schon voll. Wisst ihr was? Weg damit. Das noch da rein. Dann haben wir ein bisschen Fleisch. Das hält jetzt 18 Stunden. Ein Tag. Okay, bis morgen. Naja, okay, bis morgen. Dann ist das erste kaputt. Das ist in Ordnung. Was haben wir hier? Hier können wir ausmachen. Haben wir hier noch Metall? Oh, hier ist auch noch Metall drin. Gut. Schön, dass ich das jetzt alles mal so sortiere. Ich meine, was, wofür ist so eine Folge sonst da? Ne? Das könnte man ja auch zwischen den Folgen machen. Aber nein, Morg macht das natürlich alles in der Folge. Muss auch mal sein. So, die Rezepte kommen da rein. Fleisch, wie gesagt, passt so. Das können wir auf einen Stack packen. So ein bisschen Holz und so kann man immer mal dabei haben. Aber das Benzin nicht. Das Benzin mal wieder nicht. Das gehört hier rein. So, jetzt haben wir hier 78 Benzin. Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. Und jetzt kann ich ja noch mal ganz kurz gucken. Ich glaube, ich brauchte Perlen und Cementing-Paste für Electronics, oder? Composite. Boah, viele sind es nicht, aber ein paar kriegen wir schon mal. Weil, was ich ja ganz gerne bauen würde unter Electrical, ist hier der Generator. Da brauchen wir 10 Electronics. Die haben wir jetzt natürlich noch nicht. Ich brauche jede Menge Electronics. Das heißt, ich brauche jede Menge... Den können wir noch nicht. Und das Bankbett, das würde ich eigentlich auch... Puh, ist das teuer. Das würde ich eigentlich auch mal gerne bauen, aber momentan wohl noch nicht. So, was haben wir denn? Wir haben jetzt noch 3 Minuten. Mal gucken, vielleicht kann ich ja noch ein paar... In der kurzen Zeit, so hat er jetzt... Ja, das kommt mal weg. Gewicht sieht okay aus. So, ich guck mal ganz kurz, ob ich vielleicht hier noch irgendwie so 1, 2, 3... Jetzt ist da wieder ein Terrorvogel und irgendwie ist das Wetter gerade doof, sodass man im Wasser nichts sieht. Aber eigentlich war meine Idee, nochmal so 2, 3 Biberdämme auszurauben. In der Hoffnung, dass da vielleicht noch was Nettes drin ist. So, hier landen wir mal ganz kurz, das können wir mitnehmen. Können wir das gebrauchen? Ja, komm, ist egal. Können wir sicherlich mal gebrauchen. Vielleicht für so einen kleinen Aussichtsturm oder sowas. Ich düse mal schnell hier rüber, weil ich weiß, hier waren auf jeden Fall Biber. Hier sind auch immer noch Biber. Aber die Dämme von denen sind... Hier ist nur noch einer. Oder? Hier ist nur noch... Ihr seht auch nur noch einen Damm, oder? Oder? Nur der da. Die werden gleich ziemlich böse sein auf mich. Oh. Das sind 4 Stück und die waren gerade irgendwie sehr sauer auf mich. Ich weiß nicht wieso. Ich bin doch gar nicht so... So. Die waren... Ich muss das Ding irgendwann nochmal leer machen, aber... Lieber nicht bei 4 Stück. Wie ihr seht... ich weiß, ich bin gemein, aber... Kommt, ihr Kleinen. Kommt. Ich weiß, wie gesagt, ich bin sehr, sehr gemein. Ich habe nämlich einen Plan. Da ist noch einer. So, sind die noch hinter mir her? Das ist so fies, was ich gerade mache. Das ist unglaublich fies. So, ihr hört wahrscheinlich wieder schon die ganze Zeit mein Handy, aber... Wunderbar.
So, die Biber sind wir erstmal, glaube ich, los. Das heißt, wir können jetzt das Ding da oben leer machen und die werden hoffentlich irgendwo anders anfangen, ihren Kram da. Also, sich wieder anzusiedeln und so. Hier machen wir. Jetzt kann ich auch das noch nehmen und das noch nehmen. Und hier, das können wir rausschmeißen. So. Und ja, damit haben wir eigentlich die Folge schon wieder beendet. Wir haben eigentlich überhaupt nichts Sinnvolles gemacht. Aber ich hoffe, ihr seid mir jetzt nicht böse. nee, ist ja eigentlich nicht mein Ding. Aber es hat sich halt gerade mal angeboten, da die ganzen Sachen zu sortieren. Weil, und das kann ich euch verraten, ich werde jetzt gleich noch eine Folge mit der Awesome aufnehmen. Und die musste nämlich selber jetzt noch eine Folge aufnehmen, weswegen ich auch eine aufgenommen habe. Ohne sie. Und dann werden wir irgendwas zusammen aufnehmen. So. Ich lande nochmal ganz kurz hier und dann... Der hatte nichts... Genau, dem hatte ich jetzt nichts weggenommen. Nichts gegeben. Nichts weggenommen, nichts gegeben. Das können wir aber alles mal hier rein tun. So, das hätten wir. Und während ich reinlaufe, würde ich einfach schon mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge ARK. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich sortiere das hier gerade schon wieder falsch ein. Jetzt kommt mich da rein. So. Also, Freunde. So. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.